Denk mal an deinen letzten Friseur- bzw. Barbershop-Besuch zurück. Wie hast du dich danach gefühlt? Warst du enttäuscht und unzufrieden mit deinem Haarschnitt? In vielen Fällen liegt das tatsächlich oft an schlechter Kommunikation. Und damit euch das nicht passiert und ihr nach dem Friseurbesuch tatsächlich auch mit eurer Frisur zufrieden seid, heute ein paar Tipps von mir, die ihr auf jeden Fall vor dem Haarschnitt definitiv abchecken solltet. Tipp Nummer 1. Nehmt euch auf jeden Fall genügend Zeit, um über eure Haare und eure Frisur zu sprechen. Wenn der Friseur bzw. der Barbier sich nicht genügend Zeit nimmt, ist er einfach nicht der Richtige. Auf jeden Fall kurz eine Ist-Analyse machen. Wie sieht das aktuell auf eurem Kopf eigentlich aus? Und was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Welche Frisur wünscht ihr euch? Punkt Nummer 2. Sag ganz genau, was du willst. Wenn du zum Beispiel ganz genau weißt, was du haben möchtest und vielleicht auch ein Beispielfoto von deiner Frisur mit dabei hast, dann solltest du dieses Foto auf jeden Fall dem Barbier oder dem Friseur zeigen. Dann wissen nämlich beide ganz genau Bescheid, was du möchtest und man kann im Detail darauf achten, auf was es bei der Frisur ankommt. Und wenn du zum Beispiel eine Maschinenfrisur hast, heißt zum Beispiel eine Frisur, wo nur mit dem Clipper gearbeitet wird, wie zum Beispiel der Buzzcut, solltest du dir auf jeden Fall die Millimeteranzahl merken, wie viele Millimeter wo geschnitten ist. Denn der Barbier hat im Laufe der Woche oder im Laufe des Monats so viele verschiedene Kunden, da bist du an dieser Stelle in der Pflicht und solltest dir auf jeden Fall die genauen Längen merken. Drittens, frag nach deiner Kopfform. Grundsätzlich würde ich den Friseur bzw. Barbier in so einem Vorgespräch einfach ein paar Fragen stellen. Und eine der Fragen wäre, wie sieht es aus mit meiner Kopfform? Passt die Frisur überhaupt zu meiner Kopfform? Und wenn du merkst, dass der Friseur auf deine Frage eingeht und sich deinen Kopf genau anschaut und analysiert, ob das passt oder nicht, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wenn du merkst, dass der Kollege gar keine Ahnung hat, dann ist er ganz sicher nicht der Richtige für dich. Und falls du selber mal herausfinden möchtest, was für eine Kopfform du hast, ich habe dazu mal ein komplettes Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben in den Infocards. Die nächste Frage, die ich stellen würde, ist die nach dem Haartyp. Frag einfach mal dem Friseur, was du an deinen Haaren verbessern kannst. Und wenn der Friseur dann mit Ideen um die Ecke kommt, was du mit deinem Haartyp machen kannst, ja, dann ist das ebenfalls ein gutes Zeichen. Denn ein guter Friseur oder ein guter Barbier wird auf jeden Fall mit Vorschlägen kommen, was du an deinen Haaren machen kannst, um dein gewünschtes Ziel zu erreichen. Außerdem würde ich nach Produktempfehlungen fragen. Warum? Unterschiedliche Haare haben unterschiedliche Bedürfnisse und dementsprechend werden auch unterschiedliche Produkte benötigt. Und ein guter Friseur bzw. Barbier weiß ganz genau, was für Produkte welche Art von Haare benötigen. Zum Beispiel brauchen Locken eher feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte und leichte Stylingprodukte, wie zum Beispiel eine Hair Defining Cream. Wobei glatte und feine Haare, wenn man mit denen zum Beispiel ein bisschen mehr Textur haben möchte, zum Beispiel eher ein Sea Salt Spray benötigen oder eine Texture Paste. Heißt, wenn du merkst, dass der Friseur auch da auf dich eingeht und auch auf deinen Haartyp und auf die Produkte so ein bisschen eingeht, dann weißt du, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Sechstens, sag dem Friseur oder Barbier auf jeden Fall ganz genau, was du nicht haben möchtest. Manche Personen hören einfach besser zu, wenn man explizit sagt, was man nicht haben möchte, als andersherum. Heißt, wenn du zum Beispiel keinen Skinfade haben möchtest, dann sage auf jeden Fall, hey, auf jeden Fall nicht bis auf die Haut rasieren, das möchte ich nicht. Oder bei langen Haaren, wenn du wirklich nur die Spitzen geschnitten haben möchtest, sage, ich möchte keine Länge aus den Haaren herausnehmen, sondern wirklich lediglich ausschließlich nur die Spitzen schneiden. Siebtens, du solltest auf jeden Fall Grenzen setzen. Wenn du zum Beispiel in dem Vorgespräch merkst, dass es zwischen dir und dem Barber einfach nicht so vibet, dann solltest du auf jeden Fall auch die Eier in der Hose haben und zu sagen, hey, sorry, ich habe es mir nochmal anders überlegt, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt nicht so richtig zwischen uns, weil das ist immer noch besser, aufzustehen und zu gehen, als anschließend mit einer komplett bescheidenen Frisur aus dem Laden zu gehen. Leute, denkt dran, Kommunikation ist tatsächlich hier das A und O und durch falsche Kommunikation entstehen meistens die größten Fehler. Wenn ihr zum Barbershop oder zum Friseur geht, dann seid auf jeden Fall open-minded, ja, habt auch ein bisschen Vertrauen in die Expertise des Ladens, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass das irgendwie nicht so vibet und dass das gar nicht passt, dann habt auch genügend Selbstvertrauen, steht auf und geht einfach. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig helfen für das Gespräch beim nächsten Friseurbesuch. Ich hoffe, dass ihr dann nicht mit einer bescheidenen Frisur rausgeht, sondern zufrieden seid und wünsche euch auf diesem Wege eine maximal geile Frise.